Viele Menschen bei uns in Österreich wissen nicht, wie sie ihren Alltag bewältigen sollen. Der Welttag der Armen erinnert uns daran, wirklich hinzusehen und nicht wegzuschauen. Wenn man so die Lebensgeschichten von vielen Menschen kennt, die in Armut leben, dann bekommt man innerlich großen Respekt vor diesen Lebensgeschichten. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe als Menschen, als Kirche, wie Papst Franziskus sagt, die Schuhe auszuziehen vor dem heiligen Boden des anderen, Menschen mit Würde und Respekt zu begegnen. Das Entscheidende, glaube ich, im Gespräch mit Menschen, die in der Armut sind, ist, dass man sie groß macht, dass man ihnen Würde schenkt, dass man sie aufrichtet. Unsere Aufgabe am Welttag der Armen ist, diese Lebensgeschichten zu unterstützen, Menschen aufzurichten und Menschen zu helfen, wieder eigene Wege in eigener Verantwortung gehen zu können.